Die heirate ich irgendwann. Wir nicht. Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Vlog. Was möchtest du? Ja. Na, noch nicht, oder? Wir haben eben gerade Alia wieder abgeholt und also gestern Abend sind wir aus Berlin nach Hause gekommen. Wir haben uns heute dafür entschieden, nach Scharbeutz zu fahren, weil heute und morgen sind die letzten warmen Tage. Nein, Montag auch noch. Ja? Ja, aber auf jeden Fall fahren wir jetzt am Strand. Wir sind hier im kleinen Auto, wie ihr uns schwer erkennen könnt, weil der Audi jetzt endlich neue Reifen bekommt und neue Bremsen. Deswegen fahren wir heute ganz oldschool-mäßig hier mit der kleinen Möhre. Wir sind endlich angekommen. Wir sind nur über Land gefahren, ey. Mhm. Das war eine Reise. Das ist richtig traumhaft. Also das finde ich, das ist voll so mein. Oh, dein Jeep und mein Audi, das nehmen wir auch. Oh mein Gott, ja. Parkplatz? Ja. Den suchen wir erst noch. Wir haben direkt einen Parkplatz gefunden. Da ist noch ein Parkplatz. Ja, super, hast du gefunden den Parkplatz? Ja. Super. Ja, mach ich auf. Ja, das ist unser. Wie soll ich sagen? Sarah ist hier hinten drin. Guck mal, sie hat einfach mal hinter den Sitz zugepasst. So klein ist der, war ich so geil. Sie ist echt winzig, Sarah. Guck mal, und hier alles vollgepackt und der Kofferraum ist auch noch früh. Ja. Oh. Zieh dir bitte deine Schuhe an, Madame. Mm-mm. Schatz. Ich hab keine. Du kannst sie so hinstellen mit auf dem Boden. Mach mal. Nee. Doch, kannst du machen. Nee. Und? Schlimm? Nee. Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt am Strand angekommen. Und wir haben hier schon ein bisschen gepennt. Alia macht gerade Mittagsschlaf. Es ist 17 Uhr. Es ist 17 Uhr. Also die steht jetzt fest, oder? Es ist hier sehr windig. Sehr, sehr windig und sehr wellig. Ich glaube, deswegen schläft sie so gut, weil ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es rauscht hier ziemlich. Ich hoffe, dass man uns überhaupt versteht. Aber gerade geht's eigentlich. Wir haben schon ein bisschen was gegessen. Wir haben sie wieder zum Schlafen gebracht im Kinderwagen. Also ich bin mit ihr spazieren gegangen, wo sie eingeschlafen ist. Das hat gut geklappt und jetzt ja, liegt sie hier in der Strandmuschel. So, so sieht es hier aus. Ein bisschen unordentlich. Auf geht's nach Hause. Wir sind on the road zu Hause. Ich bin in der Sonne eingeschlafen. Ich hab voll Sonnenbrändli. Auch hinten am Nacken und so. Echt? Ja. Natürlich nicht. Und ich lag jetzt im Schatten. Aber morgen werde ich mich sonnen. Wir müssen jetzt hier wieder umräumen. Hier sind die Sachen. Hier sind die ganzen Sachen, die müssen jetzt in das Auto geladen werden. Was machst du jetzt? Wir gehen duschen mit Alia. Du gehst duschen mit Alia? Und du auch? Ja, ich komme auch gleich. Ich muss, ja, aber ich muss erstmal ab. In die Dusche passen so viele Leute nicht. Nee, aber ich muss erstmal hier umräumen. Doch, wir sind alle schlank. Willkommen zu einem neuen Tag in diesem Vlog. Du gehst in die falsche Richtung, wir müssen erstmal einen Parkschein holen. Da. Was machen wir? In den Zoo gehen. Ui. Haben wir das nicht im vorletzten Vlog schon? Nein, das waren ja andere Tiere. Ach so, das waren eher. Und das ist jetzt was anderes. Tageskarte 4 Euro. Das ist mal wirklich aber günstig. Aber umsonst, ne? Ja, umsonst, das stimmt. Wir sind nämlich heute im Hagenbecks Tierpark. Da sind die Zoowärter. Der sollte eigentlich nicht mehr schlafen. Aber jetzt hat er die Tiere entdeckt. Als ich das letzte Mal hier war, war ich im Januar hier. Das war total bescheuert. Wie lange? Ja, also ich weiß auch nicht, was ich mit. Weißt du noch, welcher Tag das war? Da, wo wir diesen einen Tag keinen Kontakt hatten. Das war der Tag, an dem wir keinen Kontakt hatten. Ja. Aber was habe ich mir dabei gedacht, im Januar hinzugehen? Das war arschkalt. Du hast, glaube ich, einen Tag davor noch gesagt, du bist mir da Tiere angucken, aber ich dachte irgendwie, Tubakfeuer meinst du? Aber nicht in den Zoo, richtig. Ein Pampa-Hase. Was? Das ist hier offen. Das kann man zumachen im Winter und wenn es warm ist, wird es aufgemacht, die ganze Kugel. So krass. Sowas wolltest du zu Hause haben? Ja, aber einen kleinen. Und nicht so groß? Die sind riesig, ne? Oh, das sind noch Dinosaurier. Alia ist eingeschlafen. Wir haben sie im Buggy hingelegt. Mhm. Also wir machen es eigentlich immer wirklich so, dass wir immer so nach dem Mittagsschlaf was machen. Weil mir ist es immer wichtig, dass Alia zu Hause ihr Mittagsschlaf macht. Immer 2 Stunden schläft sie. Also meistens und
Ja, heute wäre es aber zu spät gewesen, ja, erst um 15 Uhr. Weil sie heute ein bisschen geschlafen hat, deswegen. Genau. Und heute haben wir eine fette Ausnahme gemacht, aber ansonsten. Uns ist es immer wichtig, dass wir eine Routine haben mit ihr. Genau, aber hätten wir sie jetzt heute um 15 Uhr hingelegt, hätte sie bis 17 Uhr oder so geschlafen. Mhm. Und um 17 Uhr hingehen macht natürlich wenig Sinn. Nee. Deswegen schläft sie jetzt wie im Urlaub. Bis wir uns fertig gemacht haben und ja, so. Genau. Jetzt kann sie ein bisschen nicht schlafen. Oh, guck mal, wie süß. Oh, guck mal, wie die spielen. Oh, jo. Oh, jetzt. Oh. So krass, wie die so maschinenmäßig laufen, ne, so. Aber die sind echt süß und fluffig. Ja, die sind bestimmt richtig süß und fluffig, wenn du dich zu denen im Arm legst. Ich bin mit links auf der. Wir haben uns jetzt noch schnell einen Eisbecher geholt, während die Kleine schläft. Sie ist nicht aufgewacht. Wir haben Glück gehabt. Ich sag's nicht zu laut, sonst ist es Licher. Ja, du hast eine kleine Mara und ich habe einen. Ich habe gesagt, du sollst nicht übertragen. Ich habe einen Zebrabecher oder so, ne? Also muss ich wieder testen, bevor du es testest. Nein! Kennt ihr das? Ich hasse nee, das. Ist nicht so meins. Ich hasse das, wenn man was hat und jemand anderes es vorher ausprobiert, egal was es ist. Alia ist wach, es ist 18 Uhr, sie hat also etwas länger so schon geschlafen, weil ich habe sie hingelegt, wann war das? Kurz vor 5 oder so, ne? Und wir haben ja gevloggt um 5. Ja. Ja, Viertel vor 5, also sie hat eine Stunde 15 Minuten geschlafen. Und jetzt gucken wir uns Zebras an. Alia, was ist das für ein Tier? Sie hat bis 6 Mittag gemacht. Oh. Geil, das heißt bis 10 Uhr wird sie heute wach sein. Oh. Alia, Brofist? Danke, Bro. Einfach so liegen hier so Viecher rum. Ja, entschuldigen, dass ich jetzt nicht den politischen korrekten Wikipedia-Eintrag des Tieres nennen kann. Giraffen. Giraffen, da hinten sind Giraffen. Die sind richtig groß, ne? Ja, ich bin groß. Willst du so eine für zu Hause? Ja. Sarah ist übrigens auch dabei. Wie immer. Oh, hier ist eine Nüsse. Nein, schau mal. Ist sowas? Das nicht anfassen. Das ist das Problem. Ist ein Löffel. Willst du auch einen Löffel haben? Ja, dann kannst du. Das ist jetzt 5 Minuten vor Feierabend oder noch. Und wir haben jetzt kurz uns entschieden, auf den Spielplatz zu gehen. Ja, da zieht deine Schuhe aus. Und jetzt haben wir den für uns ganz alleine. Wir haben jetzt noch gut 20 Minuten auf dem Spielplatz gerutscht. War mega cool. Alia hat jetzt erstmal schön geweint, weil sie natürlich nicht gehen wollte, weil der Spielplatz aber ist wirklich geil. Ist wirklich cool. Und jetzt sind wir hier am komplett anderen Ausgang, als wir reingekommen sind. Dann müssen wir einmal um den halben Park rumlaufen, ne? Ja. Wir sind einfach mal die Letzten im Parkhaus. 7:30. Die heirate ich irgendwann. Wir nicht. Back at home werden die Feuchttücher zu Mama gebracht. Alia wird nämlich jetzt gebadet. Wir haben schon ein bisschen Badewasser eingelassen, weil sie hat ja barfuß auf dem Spielplatz gespielt. Und sie hat geschwitzt. Hier, da wird jetzt gleich gebadet. Willkommen beim neuen Tag in diesem Vlog. Wir sind bei unserem Lieblingsspielzeugladen. Und zwar... Für mich ist es Toys. Für mich ist es Smiths. Übrigens, wir haben heute die gleichen Hosen an. Unabgesprochen. Was kaufen wir für dich? Ein Fahrrad. Paw Patrol. Wenn Alia mal Fernsehen gucken darf, dann auf Netflix Paw Patrol. Das ist Huhn von der Bürgermeisterin, weil wir gucken manchmal mit. Das heißt Chicaletta. Dann sagt Alia immer so, Mama, Papa, Chicaletta ist da. Wir holen seine Chicaletta. Genau, für ihre Garage. Chicaletta ist ein Huhn und die ist sogar im Angebot. Die haben uns die angeguckt. Wahrscheinlich kauft die niemand, aber wir wollen sie haben. Eine Chicaletta für Alia. Chicaletta. Aber wir wollten noch so ein Beispiel von Mila kaufen, ne? Ja. Aber stimmt, damit die jeder einen haben. Aber das machen wir dann einfach zusammen. Aber das Design gefällt mir nicht. Oh Gott, ich will wieder mit meinem Fahrrad fahren. Also wir sind hier deswegen. Ja, und? Wir möchten nämlich ein Pucki-Laufrad kaufen. Ja. Na, schön vorsichtig, Fräulein. Alia, du kannst entscheiden, welche Farbe möchtest du? Rot oder rosa? Aber sie möchte natürlich lieber noch sowas, weil das ist leichter, ne? Mit so einem breiten Rad. Alia, komm mal her. Rosa. Okay, dann holen wir rosa. Und einen Helm brauchen wir auch noch für dich. Oh ja, einen Helm. Ein Helm. Safety first, ne? Ohne Helm geht nämlich gar nichts. Ist das unser Wagen? Das ist jetzt unser Wagen, richtig. Da sind ja auch noch deine Zigaretten drin, weil du bist ja eine rauchende Mutter, ne? Wie wird er? Keine Ahnung, wir nehmen den jetzt einfach mit. Man braucht gar keinen Sohn, weil Männer eh nicht alt werden. Also Aurel hat gerade Spaß und ich suche gerade ein Fahrradheim für Alia.
Also hier sind so Elsa, Hello Kitty und solche. Ich finde den ganz süß. Der würde eigentlich auch zum Fahrrad passen. Komm, ich probiere den noch mit dir an. Oh, wir haben gerade noch den Stress unseres Lebens wieder gehabt. Wir hatten ja das andere in rosa, aber dann haben wir nochmal geguckt auf die Länge, also auf die vom Sitz zum Boden. Aber sie hat halt mega lange Beine und da war diese Standhöhe nur 30 cm und das hätte dann keine Ahnung wie lange gepasst. Und deswegen haben wir jetzt noch ein anderes genommen, ein größeres mit 35 cm. Und das ist jetzt aber leider rot. Aber ich finde es nicht schlimm, weil die Pucki-Sachen sind ja eigentlich rot-gelb, deswegen ist es egal. Wir sind jetzt auf jeden Fall bei meinen Eltern und haben uns für, hast du erzählt, ja, für rot entschieden. Und jetzt bauen wir das kurz auf. Ui. Das ist gar nicht viel größer. Hier, nee, warte mal. Warte mal. Unser Auto wird gerade abgeschleppt. Ich schau mal meinen Vater hier jetzt. Auffi ist da hinten. Und wir müssen noch 20 Minuten fahren. Gut, Auffi, mach mal alles aus. Wenn ich das Auto gleich zumache, dann ist das Licht gleich aus. Ey, WTF, warum ist das Licht an? Hier war auch eine Lampe, die ist auch nicht ausgegangen, deswegen auch einfach rausgerissen. Oh Mann, das ist so lustig. Tschüss, Baby. Ciao. Meine Sumsebiene. Moin Leute, willkommen beim neuen Tag. Wir sind gerade beim Autoschrottplatz. Was machen wir denn jetzt hier noch? Ja, wir gucken nach einem kleinen Auto. Warum? Weil wir jetzt keins haben. Hi. Und warum brauchen wir jetzt? Ah, kein Spaß! Was ist jetzt gerade passiert? Ich habe mir gerade das Auto verliebt. Und was für, wie heißt das Auto? Ford K. Oh, wie ist das so süß? Du bist schon gerade gegen den Spiegel gelaufen, Schatz. Aber es trifft doch. Oh, die Batterie ist alle. Wir fahren auf jeden Fall jetzt ins Nagelstudio-Nägel machen hier. Ja, Leute, der Akku war leider leer, als wir vom Schrottplatz. Ja, genau, als wir vom Schrottplatz wieder weggefahren sind. Die Nägel wurden einmal gemacht. Ja. In Natur. Ja, ein bisschen kürzer. Genau, und dann. Hier wird ja noch was, wolltest du noch was erzählen, ne? Ja, also wie ihr gehört habt, Aurel. Alia sagt zu Aurel nicht mehr Aui, sondern Papa, Papi. Ja, wir haben ihr beigebracht, Aui zu sagen, beziehungsweise sie hat es eigentlich selber gesagt. Nee, wir haben gesagt, ich bin Aurel und dann genau, hat sie Aui daraus gemacht. Weil und dann sie kein, also sie kann das R nicht aussprechen, also sie kann das auch nicht aussprechen. Und das ist ja auch ein schwerer Name, deswegen hat sie halt Aui gesagt. Das so hat sie dich eigentlich auch immer genannt, von Anfang an bis jetzt. Und irgendwie hat sie dann im Urlaub im Urlaub angefangen, ja, Papa zu sagen. Und dann haben wir gesagt, dass es Papi ist, weil dass sie immer noch weiß, dass sie noch, ja, Papa ist und Papi halt, dass sie halt zwei Papis hat sozusagen. Dann hat sie halt Papi mal immer zwischendurch gesagt, aber es hat sich einfach dann irgendwie so entwickelt, dass sie dann irgendwie jetzt wirklich Papa sagt. So. Aber natürlich weiß sie, dass sie zwar, also sie weiß natürlich, dass sie zwei Papas hat und das weiß sie auch, ne? Ja. Und genauso, wir haben ihr das auf gar keinen Fall beigebracht, das hat sie wirklich von sich aus gesagt. Es war ja auch so, dann nach dem Urlaub war sie in der Kita und dann meinten die irgendwie, ja, wer holt dich ab? Und dann meinte sie halt Papa. Ja. Und dann bin halt ich gekommen. Und dann meinte die Erzieherin, das ist nicht Papa. Und dann meinte sie, doch. Ja. Also das hat sie, keine Ahnung. Natürlich, wenn Mila da ist, dann sagen wir natürlich zu Mila, dass ich der Papa bin. Genau. Und dann haben wir eigentlich auch immer gesagt zu ihr, dass ich nicht, also zu Alia, dass ich... Ja, aber das versteht sie halt nicht, ja, genau, wenn sie noch und das, klein ist. Ja. Und es hat sich jetzt halt einfach so eingebürgert. Und das ist, war jetzt aber nicht so, dass wir ihr gesagt haben, das ist Papa, bla bla bla. Nee, auf das jeden Fall. Will man nicht machen. Aber wenn sie das... Also sie hat sich dazu entschieden, das also zu machen und wichtig ist halt, dass wir ihr erklären, natürlich dass sagen, sie, ja. Ja, dass sie noch ein paar Wörter natürlich hat, ne? Mhm. Und ja. Die Frage wollten wir auf jeden Fall klären. Weil wir wir verbieten ihr es aber auf gar keinen Fall. Also wenn sie von sich aus so angefangen hat, lassen wir sie jetzt einfach Papa nennen. Ja. Und du akzeptierst es ja auch. Und ich meine, es wäre für Ali auch, glaube ich, verwirrend, wenn dann... sie dann Aui sagt und Mila soll dann Papa sagen. Und wenn wir dann irgendwann noch ein Kind haben? Ja, eben, das wäre. Also, das ist ja. Das wäre alles ein bisschen zu verwirrend für Alia. Und Mila soll ja auch nicht irgendwie Aui sagen, ist ja ganz klar. Genau. Und.
Nur Mila hat letztes Auge gesagt, wir wundern uns irgendwie. Und Ali hat auch so eine krasse Bindung einfach zu dir aufgebaut. Also sie hat so eine Bindung zu Aurel aufgebaut. Das ist so krass, weil sie war ja vor dem Urlaub ja 2 Wochen krank und du hast dich ja auch um sie gekümmert, als ich arbeiten war. Und das kommt einfach, glaube ich, auch davon, weil ihr einfach momentan sozusagen 24/7 aufeinander, also so, weißt du? Ja, ich mache ja gefühlt, also ich mache ja mehr mit ihr als du eigentlich fast. Ja. Also wegen, ich fahre sie ja morgens zur Kita, ich hole sie von der Kita ab, dann bin ich erstmal mit ihr alleine. Dann war ich mit der Arbeitung. Und dann, ja. Ich meine, wir kennen uns ja, wie gesagt, das heißt, wir sind jetzt schon fast ein Jahr, haben wir Kontakt. Und sie kennt ja auch Aurel auch. Genau. Von Anfang an. Wie in jedem Vlog am Ende grüßen wir natürlich 3 Leute von euch, Zuschauern. Wenn auch ihr gegrüßt werden wollt, auf jeden Fall haut Hashtag Team Düse in die Kommentare, dann suchen wir, wie gesagt, in jedem Video 3 Leute raus. Wir grüßen herzlich Cheyenne Abitz. Schöne Grüße an dich. Dann grüßen wir einmal Kim Brassen und Blina H. Schöne Grüße an dich von uns. Danke, dass ihr immer unsere Videos guckt, fleißig Kommentare schreibt und supportet. Wir hoffen natürlich, euch hat auch dieser Vlog, der ein bisschen durcheinander war, tut uns leid, auch gefallen. Wir geben uns jetzt Mühe, dass wir immer wirklich versuchen, einen Tag zu starten, morgens, und den ganzen Tag wirklich Aufnahmen zu machen und den Abend zu beenden. Und falls ihr Alltagsvlog sehen wollt, also wirklich so auch ein bisschen von zu Hause aus, ein bisschen mehr. Ja, also dieser so Kind, ja, also dieses nicht nur am Wochenende, sondern auch dieses in der Woche. Morgens zum Kindergarten lieber. Ja, wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Hashtag Alltagsvlogs. Genau. Und dann würden wir das auf jeden Fall dann auch mal die Tage dann machen für euch. Genau, weil wir immer jetzt probieren, also jetzt vloggen wir meistens so, wenn irgendwas ansteht, ne? Ja, bei uns steht momentan ehrlich gesagt auch viel an. Okay, also wir machen momentan auch sehr viel. Ja, das stimmt. Genau, und wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns supportet und uns einen fetten Daumen nach oben gebt. Und natürlich Kommentare schreibt und uns abonniert. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt, wenn ein neuer Vlog von uns online kommt. Macht's gut, euer Team. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.